Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Order 1886. Mein Gott, diese Zahlen. Ja, und wir haben ja das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben bei der großen Waffenauswahl. Ich wollte eigentlich schon gestern aufnehmen, aber da ist mir ein anderes Spiel dazwischen gekommen und ich habe gestern 10 Stunden am Stück Horizon Zero Dawn gezockt. Und ich habe mir dann so gedacht, so, ja komm, machst noch das, dann nimmst du auf. Und dann ist noch das gekommen und das, und hab ich mir gedacht, ja komm, sammelst du das noch gerade ein und bla und blub. Und ja, bin ich nicht mehr dazu gekommen aufzunehmen, deswegen gibt's erst heute den Part. So, Granate nehmen wir auf jeden Fall mit. Was haben wir denn hier? Munition, das ist auch immer gut. Den haben wir, glaube ich, schon gelesen, oder? Beziehungsweise uns angeguckt. Der Quartiermeister hat es gut gemeint. Damit könnte man eine kleine Armee ausrüsten. Die Kompaniewachen gehen nicht gerade subtil vor. Mir leuchtet nicht ein, wieso man der Kompanie eine eigene Armee zugesteht. Ich weiß nicht, ob wir das gesehen haben. Keine Ahnung. Jetzt haben wir es auf jeden Fall gesehen. So, Munition nehmen wir mit. Dann hätten wir hier noch eine Piff-Puff. Was haben wir denn? Ich bleib mal dabei. Dann haben wir hier Munition. Nehmen wir mit. Und... Ach, das ist unser Standardgewehr, ne? Das mit dem Luftdings. Ja, tauschen wir. So. Das müsste hier gewesen sein. Dann habe ich eben gerade, als ich hingelaufen bin, weil ich musste 20 Meter hier hinlaufen, eine Dose gefunden. Ich weiß nicht, ob wir die mitgenommen haben das letzte Mal. Evakuierungsmaßnahmen. Das hört sich nicht so an, als ob wir das schon mal hatten. Anweisungs- und Ausbildungsanleitung für die Besatzung der Agamemnon, Kapitel 3. Evakuierungsmaßnahmen. Hinweis. An Bord dieses Luftschiffes ist es Ihre Pflicht, die Sicherheit von Passagieren und Ladung um jeden Preis zu schützen. Bei Eintritt eines Notfalls sollten Würdenträger und andere wichtige Einzelpersonen vor allen anderen Passagieren und der Besatzung versorgt werden. Wichtige Fracht ist unmittelbar im Anschluss zu sichern. Im Falle einer schiffsweiten Evakuierung erfragen Sie Ihre Notfalldirektiven beim befehlshabenden Offizier. Bleiben Sie jederzeit ruhig und gefasst, um die Passagiere nicht unnötig zu beunruhigen. Die genaue Reihenfolge der Evakuierung wird über die schiffseigene Lautsprecheranlage übertragen. Unter keinen Umständen dürfen Sie das Schiff verlassen, bevor Sie die klar formulierte Anweisung erhalten, das Personal der Kompanie zu evakuieren. Personal, das diesem Mandat zuwiderhandelt, wird umgehend einem Disziplinarverfahren unterzogen und kann standrechtlich exekutiert werden. Aha. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, weil hier, glaube ich, soweit nichts mehr ist, außer hier ein paar Schreibmaschinen und so ein Krams und eine Uhr. Was zeigt die überhaupt an? Wie viel haben wir denn? Voraus könnten Rebellen sein. Bereit machen. 12:30. Ist auf jeden Fall stehen geblieben. Du kannst doch nicht einfach jetzt schon... Wir folgen der Standardprozedur und kehren in Kürze zum Haupthangar zurück. Sollte sich die Situation verschlimmern... In die Tür. Ich gebe Deckung. Ach, du gibst mir Deckung. Von da. Alles klar. All das, um einen Mann zu töten. Die Rebellen greifen zu immer dreisteren Methoden. Das ist wohl wahr. Aber hier stimmt was nicht. Das ist selbst für sie zu dreist. Vielleicht hast du recht. Aber wir müssen verhindern, dass es noch schlimmer wird. Okay, ist hier noch irgendwas? Hey, Granate! Also ich werde heute nicht so lange aufnehmen. Weil wir haben es auch schon 8 Uhr. Aber am Donnerstag kann ich ganz lange aufnehmen. Wenn ich denn da nicht wieder Horizon Zero Dawn... Gott, habe ich mich gerade erschrocken.
Das sieht ja sehr nach Schießerei aus, irgendwie. Wo denn? Okay, da ist eine Tür. Die können wir hier nicht aufmachen. Nee. Boah, ich muss mir mal gerade die Heizung abdrehen. Ich habe die zwar gerade erst angemacht. Diese Luft. Diese ekelhafte Luft, die da rauskommt. Das kann ich gerade nicht gebrauchen. Ich habe eh schon ein bisschen Kopfschmerzen. Und das kann ich jetzt... Nee. Kann ich nicht gebrauchen. Wo läufst du denn hin? So. Ich weiß, es war ein bisschen übertrieben, aber... Musste sein. Wow. Okay, hier ist auf jeden Fall besser, hier kann man besser... Wow, das sind ganz schön viele. Ziel erledigt. Oh nein, 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 nein. Verdammt. Hurensohn. Sohn einer Hure. Die sind ganz böse. Ist noch einer hier? Ich meine, ich hätte noch so einen gesehen. Ich hab dir doch in den Kopf geschossen. Und der war daneben, zweimal daneben, aber der dritte hat gesessen. Warst du es? Sicher! Okay, der rennt auch schon vor. Wir müssen die zweite Bombe finden! Wir müssen die zweite Bombe finden! Meh. Mach mal. Oh. Bein! Ach schwör, wenn jetzt einer von hinten kommt, dann hat Percival, dann kann der aber mal einen Bücken runterrutschen. Okay, Percival steht da. Das ist schön. Gewehr erledigt. Ich sollte mal wieder hier hingehen, das wäre, glaube ich, ganz gut. Verdammt! Warum kriege ich den nicht? Der steht doch da. Jetzt haben wir sie. Wir müssen das Ziel verfolgen. Gesagt, ja, ist der Raum ist sicher. Du brauchst dich jetzt nicht hier gegen alle Wände zu. Ich habe mich gerade wieder erschrocken, weil ich gegen diesen dummen Topf gelaufen bin. Aber was hängt denn hier alles? Töpfe, Haken. Brot gibt's hier. Das sieht aber auch gut aus. Das sieht ein bisschen aus wie Kartoffelbrot. Er muss hier durchgegangen sein. Dann gehen wir da jetzt auch durch. Ich hab's! Chris! Kommst du hier durch? Ich schätze schon. Pass auf! Das war verdammt knapp, alter Freund. Knapp ist gar kein Ausdruck. Lass es gut sein! Es muss einen anderen Weg geben. Dafür ist keine Zeit. Geh ohne mich weiter. Ich suche einen anderen Weg. Verlier das Ziel nicht. Ich wollte gerade sagen, hier war doch ein Fenster, aber das ist anscheinend doch nicht hier. Hier sind nur so Ventile.
ein Bild. Köche. Wunderschön. Bon voyage. Ach, ich kann Französisch lesen, ich weiß aber nicht, was das heißt. Auf Wiedersehen? Keine Ahnung. Nee, gut heißt das irgendwie. Gut. Heißt ja auch Bon Appetit. Das ist irgendwie gut. Voyage. Lafayette, was ist los? Der Schaden durch die Explosion wird schlimmer. Wie lange können Sie das Schiff stabil halten? Nicht lange, Monsieur. Tun Sie, was Sie können, Marquis. Geben Sie uns noch ein paar Minuten. Verstanden. Bon voyage, keine Ahnung. Gute Heimreise, keine Ahnung. Gute Fahrt. Feuerteams, halten Sie die Flammen fern von den Treibstoffleitungen bei D23 und fahren. Okay. Das ist ganz wichtig, dass wir die zuerst kaputt machen. Verdammt! Lade nach! Ich gebe vor! Ups. Ups. Wie? Okay. Hiff-Puff! Scheiße, wenn jetzt noch einer kommt. Die Kabinen waren Rebellen. Ich habe sie erledigt und setze meine Suche fort. Verstanden. Ich gehe zum Heck des Schiffs und stoße dann wieder zu dir. Okay, ich brauche auf jeden Fall Munition. Wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich mir die kralle. Weil keine Munition für die Julia. Hier war noch. Hier war dann, lag da noch irgendwo. Da. So. Weiß nicht, ob wir da runter müssen. Ich gehe erstmal hier lang. Okay, da ist nichts. Hier wird wahrscheinlich genauso aussehen. Jo, da müssen wir nach unten. Ich hoffe, dass da nicht schon wieder so ein Fetter kommt. Kannst du dich mal hinhocken? Wie kniet man sich denn hin? Also am Fackeln. Ist auf jeden Fall alles evakuiert hier. Ach, guck mal hier. Langsam zocken. Ich möchte da drauf schießen. Okay. Noch weiter runter. Sieht danach aus. Hier ist nämlich auch alles dicht. Irgendwie mal noch ein bisschen runter. Ich habe jetzt Angst, dass irgend so ein gepanzerter Spacko. Okay. Da feiert. Dass so ein gepanzerter Spacko hier hinter steht. Das Schiff ist nicht besteuert. Und trotzdem bleibt er. Er ist fast so stur wie du. Ach, Chief, verlassen Sie das Schiff. Die Crane, wenn es sein muss, schlag ihn K.O. und bring ihn zu einem Rettungsboot. Mit Vergnügen. Was ist das? Nee, nicht aufheben. Ich will keine Shotgun. Ich kann damit nicht umgehen. Beziehungsweise mich kotzt das an, dass man damit so nah an die Gegner ran muss. Was hier? Nee, so rattert hat. Das war eigentlich ganz gut, was ich da hatte. Callahan! Nicht schießen! Es bleibt keine Zeit, Percival. Wir müssen ihn aufhalten. Vertrau mir, Grayson! Hören Sie auf mich, Mann.
Geben Sie auf! Sie wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben! Wir sind nicht der Feind! Beweisen Sie das! Stoppt diesen Wahnsinn! Nein! Nicht, solange die Kompanie ungehindert weitermachen kann! Werden Sie nicht! Dafür sorgen wir! Es ist zu spät! Sebastian! Freund! Sie müssen das nicht tun!